Am Freitag präsentierte die Vorarlberger FPÖ im Rahmen einer Pressekonferenz ihre Schwerpunktthemen für den Nationalratswahlkampf 2008. Drei Kernthemen wollen die Vorarlberger im Falle einer Wahl in den Nationalrat vor allem gezielt angehen. Der Mittelstand ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil gerade die unteren Einkommen und auch der Mittelstand in den letzten Jahren massiv belastet worden sind. Wir wissen, dass viele Menschen nicht mehr mit ihrem Einkommen auskommen. Und wir wissen auch, dass 23% der Leistungsträger in diesem Lande 100% der Steuern bezahlen und immer mehr in Richtung Armutsfalle abgleiten. Und damit verlieren wir natürlich auch die Finanzierungsbasis für unser gutes Gesundheitssystem, für unser Sozialsystem. Und dieser Mittelstand muss unbedingt entlastet werden. Das sind die kleinen Mittelbetriebe und das sind natürlich auch die Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen. Das ist eine zentrale Forderung mit einer Steuerreform, die nach unserem Ansehen ca. 5 bis 6 Milliarden unbedingt ausmachen muss, damit sie auch spürbar ist. Das wird sich auch rechnen, weil damit mehr Kaufkraft kommt. Ein zweites Thema ist eine verantwortungsbewusste Ausländerpolitik, wo wir bestimmen, wer zu uns kommen kann, wo wir bestimmen, unter welchen Voraussetzungen er bei uns leben muss und leben darf. Und das heißt auch, Deutsch lernen, Gesetze einhalten, unsere Werte akzeptieren. Und klar ist, wer straffällig wird, wer Asyl missbraucht, der hat das Land sofort zu verlassen. Das ist nichts Unanständiges, sondern es ist Verantwortungsbewusstsein für die Zukunft dieses Landes. Und ein dritter Bereich natürlich die Absicherung unserer guten Sozialsysteme, unseres Gesundheitssystems, wo wir sagen, es sollen jene die Leistungen und die Absicherung bekommen, die es auch wirklich brauchen. Und nicht denen, die sich irgendwo im sozialen System aushängen und drinnen hängen und es nur ausnutzen. Also Hilfe für jene, die es wirklich brauchen und nicht für jene, die es missbrauchen. Um diese Themen auch umsetzen zu können, wollen die Freiheitlichen klar an Stimmen zulegen. Man kann derzeit seriös einfach keine Prozentzahlen nennen, weil erstens die Frage der Wahlbeteiligung eine sehr, sehr offen ist, weil sehr viele Wähler frustriert sind aufgrund der Haltung der Großparteien ÖVP und SPÖ natürlich. Und sehr viele kleinsten Splitterparteien jetzt antreten, wo man nicht so recht weiß, wie die abschneiden werden. Insofern sind Prozentzahlen einfach seriöserweise nicht zu sagen. Unser Ziel ist es, stärker zu werden, zuzulegen und dann auch in möglichen Regierungsverhandlungen freiheitliche Positionen für die Heimat, für den Mittelstand, für mehr Sicherheit, für soziale Absicherung auch in ein mögliches Regierungsprogramm hineinreklamieren zu können. Und da brauchen wir einfach Zustimmung und Rückendeckung der Bevölkerung. Sollte das Wahlergebnis Regierungsverhandlungen zulassen, will die FPÖ mit allen möglichen Koalitionspartnern sprechen, auch wenn diese zumindest momentan teilweise vehement gegen eine Zusammenarbeit mit der FPÖ sind. Also wenn man sieht, was die Großparteien in den letzten Jahren schon alles versprochen haben, vom Pensionistenbrief von Franitzky, Studiengebührenabschaffung der Roten, bis hin von der ÖVP, die gesagt hat, wenn ich nicht Erster werde, werde ich in die Opposition gehen. Also auf diese Wahlversprechen und diese Aussagen kann man gar nichts legen. Und Sie können mir glauben, wenn wir gestärkt werden, werden auch die Großparteien mit uns verhandeln und mögliche Regierungszusammenarbeit dann auch suchen. Das hängt sehr stark vom Wählerauftrag ab. Präferenzen gibt es für uns keine, sondern wir wollen mit jener Partei zusammenarbeiten, wo wir am ehesten die Themen für unsere Heimat in der Ausländerpolitik, in der Entlastung des Mittelstandes, in der sozialen Treffsicherheit besser umsetzen können. Alles klar, super. Danke dir. Danke, gern.